Herzlich willkommen beim nächsten Lösungsvideo für InfiniFactory. Wir haben mittlerweile mit der Resistance-Kampagne angefangen, beziehungsweise hatten die hier abgeschlossen und los ging es dann mit The Heist. Oder The Heist, keine Ahnung. Ich starte mal relativ schnell hier durch, weil das alles wieder ein bisschen umfangreich ist. Hier wurde etwas ganz Neues eingeführt, nämlich der Teleporter. Und das könnt ihr hier sehen, wenn ich jetzt links klicke, wupp, bin ich ganz woanders. Wupp, nein, das wollte ich nicht. Ich wollte nicht bauen, ich wollte einfach dahin. So, Sinn und Zweck ist es, hier dieses Dreierteil hier hinzubekommen. Ist relativ einfach. Man muss nur dran denken, alles, was durch den Teleporter läuft, wird wieder auseinandergenommen. Und hier läuft nämlich jetzt so ein Dreierblock los. Der fährt nach da oben. Ebenfalls neu war hier, glaube ich, bei... Oder wann wurden die eingeführt, weiß ich gar nicht mehr. Diese nach unten gerichteten Fließbänder, die mir dann das von dem Ventilator nach oben gedrückte Material in den Teleporter reintransportieren, wie man hier sehen kann. 1, 2, 3. Dann gehen wir mal auf die andere Seite. Und hier könnt ihr schon sehen, die werden jetzt auseinandergenommen. Deswegen mussten wir die hier nochmal zusammenschweißen. Als Dreierstück. Und fertig ist die Laube. Wie gesagt, wichtig ist nur dran zu denken, dass die durch den Teleporter wieder auseinanderfallen in Einzelstücke, sodass man nicht erst zusammenschweißen kann, um es dann durchzubringen. So, das werde ich mal ganz schnell hier fix durchjagen. Denn es wird nachher noch komplizierter. Plopp. So, das wird es. Das war also Teleporter, in Inverted Conveyor, genau, das ist das Band. Der wurde eingeführt und das wurde eingeführt und dann ging es hier los mit Teleporter Experiment 2. Das ist also mehr oder weniger erstmal nur zum Probieren, was möglich ist und was nicht. Jetzt sollen wir hier diese, ich sag mal, Bierkästen dazu, 3x3 aufeinander gestapelt, zusammengebraten kriegen. Und wie ihr schon seht, brauchen wir dafür zwei Schweißstationen, Ventilator und so ein bisschen Tricks. Ich schaue mal eben auf der anderen Seite. Das Ganze wurde nämlich in einem Klotz angeliefert. Ja, und das ist nämlich der Trick dabei. Ich habe das, ich hätte da noch so 4 Millionen andere Sachen drumherum bauen können. Später habe ich da auch, glaube ich, Lösungen für gehabt mit dreimal um Ecke und so weiter. Wir haben es aber einfach mal so gemacht. Nicht schön, aber hier sieht es ja keiner. Damit ist das quasi auch gelöst. Sind ja auch nur Testmission gewesen. Man kann das blocksparender produzieren, indem man auf der Eingangsseite halt dementsprechend das Ding hin und her fahren lässt und somit jeden Kasten durch diesen Teleporter bringt. Aber naja, ein bisschen Schummel gilt ja auch. So, 5. Fehlen noch ein paar. Dann wäre das nämlich auch ein bisschen schneller gegangen. Und wie man sieht, Cycles unten rechts, wir sind schon bei fast 500 jetzt nämlich. Man könnte das in einem Drittel der Zeit machen. Später mal. Man kann seine Anlagen ja immer noch wieder hinterher optimieren. Klopp. Denn ich kann ja hier die Lösung kann ich kopieren, da drin rumbasteln und so weiter. So, Teleporter Experiment 3. Da gilt es nun, diese Kästen rechts und links, einmal in weiß und einmal in rot, zu produzieren. Hier ist eine Schweißstation. Und warum ist da keine zweite? Achso, das ist der Start hier. Moment. Achso, jetzt habe ich es. Rot kommt von der anderen Seite und weiß geht auf die andere Seite, wie man hier sieht. Da gibt es die Gemeinheit, es gibt nur einen Teleporterplatz. Wie kann ich die da durchpuzzeln, dass sie sich nicht gegenseitig beeinflussen? Im Prinzip sieht es auf beiden Seiten identisch aus. Unten sind zwei Bänder so. Es ist absolut gleich gebaut. Und dann funktioniert das. Klingt komisch, ist aber so. So, wir sind auf der zweiten Seite. Wie man sieht, rot geht rein, weiß fällt raus. Es passt, es funktioniert, es geht. Die warten immer genauso lange, bis die roten raus sind. Es kommt kein Durcheinander. Relativ simpel, wenn man es dann mal geschnallt hat. Haben wir, glaube ich, auch ein bisschen länger dran gebastelt. Dann einfach hier Dreierklotz zusammenbraten und schon ist es fertig. Wie gesagt, beide Seiten sehen identisch aus und dann funktioniert das. Das mit den versetzten Bändern hat damit zu tun, ihr habt es gesehen, eventuell noch, die kommen nicht auf den gleichen Seiten immer raus, weil sie weggeschoben werden.
Aber es funktioniert. So, Teleporter-Experiment 4. Ja. Was haben wir denn hier? Ach, wie schön, rot und weiß gepuzzelt. Ja, da hieß es dann wieder viel hin, viel her. Und das ist das, was ich vorhin zum Eingang sagte, mit dem rein-raus, beziehungsweise rechts und links schieben. So bekommt man alle Klötze dadurch. Und das war hier ein bisschen Feintuning. Das heißt, in welcher Reihenfolge muss ich die da durchschieben, damit ich auf der anderen Seite das genauso wieder hinbekomme. Ihr seht es, wenn ich von links gucke, rot-weiß-rot, dann weiß-rot-weiß und dann rot-weiß-rot wieder. Und die sind genauso hier. Das heißt, die müssen exakt in der gleichen Reihenfolge da durchkommen. Und das funktioniert folgendermaßen. Einmal die linke Seite weg, dann die Mitte weg und das Hinterstück weg. Einfach mit den Bändern hin und her fahren, dann funktioniert's. Und auf der Rückseite einfach der Reihe nach wieder in Dreierblöcken zusammenschweißen. Und diese Dreierblöcke dann hier zusammenschweißen und schon passt es. Tricky war es halt mit den Bändern auf der Gegenseite, das so hinzukriegen, dass wirklich die Klötze in der richtigen Reihenfolge ankommen. Haben wir aber auch geschafft. So, dann gebe ich hier mal Gas. Weil das alles doch recht simpel gebaut ist. So, haben wir es jetzt. Dankeschön. So, das war das Experiment 4 und jetzt kommt der Terrestrial Surveyor. Und danach Entevil. Na, das waren noch drei schöne Sachen, die uns lange aufgehalten haben. So, hier stehen die Kollegen rum. Halt. Ja. Wie ihr schon seht, es ist ein wenig komplizierter. Wir sollen das Ding hier zusammen braten. Der Witz an der ganzen Geschichte ist, der steht hier. Und wie ihr seht, Resistance-Kampagne, hier unsere Leute haben hier schon diese Produktionsstrecke eingenommen von den Overlords. Und wir sollen diese Drohne auf die andere Seite bringen. Das heißt, wir mussten uns überlegen, wie kriege ich den zerlegt, damit ich ihn auf der anderen Seite passend auseinandergenommen kriege. Bisschen kompliziert sieht hier das aus. Das wollte ich nicht, ich wollte das. Denn das ist dem geschuldet, in welcher Reihenfolge ich das Ding ja durch den Teleporter bringe. So, als erstes geht die Gleiskette drauf. Ne, doch nicht, das Mittelstück. Und dann einmal wieder hochschieben. Rechts, links mit den Transportbändern und dann passt das. Und wenn ich dann auf die andere Seite rübergehe, kommt der ganze Rotz hier so folgendermaßen an. Das war jetzt der Rest. So, das ist das erste Stück. Läuft nach da hinten, wird auseinandergepuzzelt. Viel erklären brauche ich da eigentlich nicht zu. Einfach nur angucken, auf sich wirken lassen und sagen, es war viel gepuzzelt, viel Timing notwendig. Ich halte das mal einmal an und lass mal einen komplett durchlaufen mit Begleitung. Dauert jetzt ein bisschen. So, da kommt das erste Stück an, läuft einfach mal komplett durch. Da passiert gar nichts. Wird hier hinten sofort schon bearbeitet, indem das Teil hier, diese Braunen, gleich mal zum Dreier zusammengeschweißt werden, was am Ende einen Schalter auslöst, der diese beiden Endstücke rüberdrückt. Nämlich exakt jetzt. Das heißt, das ist schon mal hier getrennt. Der Sensorkopf oder dieses Auge, das bleibt oben. Der Kopfteil fällt runter. Flop. Einfach, um die wieder aufeinander puzzeln zu können. So, die liegen jetzt übereinander. Beziehungsweise in verschiedenen Ebenen. Und wenn hier unten das braune Teil ankommt, wird der Schalter ausgelöst, der mir diesen hier durchlaufen lässt. Flop. Wird dann dort aufgeschweißt und hier hinten wartet schon das Unterteil. Der Pustedinger Dingsbums schiebt den dann gleich nach oben, nach hier, wird hier rüber gedrückt, fährt hier rüber und dann da oben drauf. In dem Moment, wenn der nächste kommt. Zack, da ist er. Fällt hier drauf, wird angeschweißt, läuft nach vorne. In der Zwischenzeit sind hier die Gleisketten produziert worden. Und zwar, das passiert hier oben. Da kommt die erste raus und die zweite, die laufen direkt hier rüber. Ausgelöst wird das durch einen Schalter hier hinten, der timingsmäßig genau passend dazu sitzt. Der zwei Funktionen, eine Funktion hat. Ausgelöst durch den hier. Das ist also, man muss sich aber die passende Stelle suchen. Dann kann ich was worüber drücken.
Ketten laufen nach hier oben, nach hier vorne, werden separiert. Eine wird hochgeschoben. Die andere läuft unten weiter, um sich dann rechts und links an dieses Mittelstück zu legen und da, wo jetzt auch das Laufzeichen ist, zusammengeschweißt zu werden. Das Ganze wird dann weitergedrückt durch den Schalter, der da auslöst, in dem Moment, wenn das Teil nach links rüber gefahren wird, und dann haben wir es auch schon zusammengebraten. Wie gesagt, ist ein bisschen kompliziert. Ja, ich weiß nicht, wie viele Folgen wir dafür gebraucht haben. Es war auch lang. So, dann ging es weiter mit Anti-Javelin Satellite. Also alle drei Dinger waren bei den Overlords klauen, hier wieder zusammenbraten und gib ihm. Das ganze Ding sah natürlich dann wieder mal ganz einfach aus. Haha. Gehen wir mal eben kurz rüber. Zack. So, ja, wieder mit Pusten hin, Pusten her und vor und zurück. So, dass man die Geschichte, ich lasse mal schon mal kommen, diese Satellitendinger, so mächtig wie die aussehen, nämlich auf der Rückseite dann wieder in den passenden Stücken zusammenbekommt, genau wie bei dem Teil gerade eben, so dass man den in der richtigen Reihenfolge zusammenbraten kann. Einmal rauf, einmal runter, einmal links, einmal rechts. Ist ein bisschen tricky gewesen, ja. Aber ich habe, glaube ich, schon mal gesagt. Ich zeige das nochmal von hier aus. Hoch, fällt runter, nach vorne, zack, zack. Fertig. So, dann springen wir mal auf die andere Seite rüber. Und der Witz war ganz einfach. Ich hatte hier ein bisschen Platzproblem an dieser Stelle. Wie kriege ich das so separiert und auseinandergetüdelt? Ich starte das mal lieber neu. So, da vorne ist unser Teleporter. Da kommt das gleich alles der Reihe nach raus. Und der Trick ist dabei, oder der Witz war dabei, oder die Schwierigkeit war dabei, wie kriege ich die auseinandergeschoben, damit ich die Teile alle in einer Reihenfolge habe. So, wie man sieht, da kommt jetzt alles hintereinander raus. Staut sich da so ein bisschen auf, das stört aber nicht weiter. So, dann läuft alles nach hier. Diese Kästen werden dann über einen Ventilator, da unten ist er, nach oben gefördert. Und wenn die alle hier oben sind, gleichzeitig nach vorne gedrückt und dann senkrecht zusammengeschweißt. Und zwar genau, wenn... Ach nee, Quatsch. Entschuldigung, ich nehme alles zurück, baut das Gegenteil. Wir haben das als doppelstöckig ausgeführt. Das heißt, es werden sechs Stücke übereinander, hintereinander geführt. So, exakt jetzt. Das heißt, einmal die Kästen und einmal diese komisch geformten Dinger da. Die Kästen werden von hier aus nach links geschoben mit dem. Und die anderen werden nach hier vorne geschoben. Und somit habe ich einmal die drei übereinander geschweißt und diese drei Kästen übereinander geschweißt. Gleichzeitig laufen, wo sind sie? Die anderen Stücke weiter. Und was war da? Die wurden jetzt andersrum getransportiert. Ach so, genau. Man kann es hier sehen. Diese ganze Strecke ist jetzt aktiv und überall sitzt ein Stößel. Und die sitzen exakt genau dort, wo eben alle Bauteile zum Liegen gekommen sind in dem Moment. So dass die gar nicht nach hier oben laufen, sondern nach hier vorne auf das Band gedrückt werden. Und zwar alle gleichzeitig. So, da hat man es gesehen. Das heißt, die sind jetzt nach hier vorne transportiert. Und können anderweitig verarbeitet werden, weil das war notwendig, weil ich musste die nochmal ein bisschen separieren, beziehungsweise nicht separieren, sondern hintereinander schweißen. Das passiert hier. Das hat viel Hirnschmalz gebraucht, ja. 1, 2, 3, 4, 5. So, das ist das eine Teil, wird getrennt und da kommen die nächsten. Die laufen dann hier entlang, werden einmal rübergeschoben. Hier mit dem Band, was da drunter quer sitzt. Wo ist es da am Ende? Läuft nach hier, dann haben wir da wieder eine Transportgeschichte nach oben mit einem Ventilator. So, da kommt das erste Teil an. Der zweite fährt nicht nach da oben, weil ich habe dort wieder einen Schalter sitzen, der zum richtigen Zeitpunkt hier rüber drückt, sodass der nach hier vorne läuft. Das ist ähnlich wie mit den Gleisketten vorhin. Einmal rechts, einmal links. In der Zwischenzeit haben wir die ersten Teile, die hier gefertigt wurden, hier runterfallen lassen und da runterfallen lassen. Beide an diese Stelle, wo die hintereinander geschweißt werden. Das heißt, die sind hier jetzt schon zusammen.
Sonst hätte ich nämlich Schwierigkeiten gekriegt, die hier zu transportieren. Wie man sieht, die laufen nämlich nach hier bis hierhin und das weiße Teil bleibt dann hier liegen und fährt nach hier. Das heißt, einmal rechts diese runterfallen lassen und da hinten das andere Teil runterfallen lassen. Und wenn die dann unten sind, ist hier der Schalter, der die dann wegdrückt und schon haben wir das erste Teil fertig. Klingt simpel, ist es aber nicht. Wenn man sich das nämlich von hier anguckt. Ja, ich hatte es versucht, ganz grob komplett nach oben zu bauen, zu machen, zu tun. Ja, war ein bisschen schwieriger. Aber das macht ja den Spaß aus, zu knobeln, zu tüfteln, zu machen, zu tun. Wenn man es einmal raus hat, geht's. Aber erstmal ne, eine Lösung finden. Es kann durchaus sein, dass andere Lösungen komplett anders aussehen. Völlig anders aufgebaut sind vom Konzept her. Das ist alles immer die Erfahrung, die man aus den Leveln vorher hat. Da baut man immer weiter drauf auf. Und ja, ganz neu anfangen ist dann immer ganz schwierig. Aber das kann man, wenn neue Bauteile dazu kommen. Das werdet ihr später im Let's Play noch sehen. Wenn mal wieder was ganz Neues dabei kommt. Das würde diese Geschichte auch wesentlich einfacher machen. Haben wir aber nicht. So, wir haben hier in der Zwischenzeit 5 Stück fertig. Das heißt, ich gebe mal Gas. Ich denke, wenn es einer nachbauen will oder Hilfe braucht, vor- und zurückspulen, reinspringen, anhalten und nachgucken. Alles wieder eine Timing-Geschichte. Was liegt wann wo? So, dann geben wir mal Gas, dass er fertig wird. Und dann schauen wir uns das letzte an von The Heist, die Big Blowout. Das heißt, da mussten wir bei den Overlords eine Bombe platzieren. Die wird hier zusammengeschraubt. Und wir gucken mal eben auf der anderen Seite. Da sieht es ein wenig komplizierter aus, denn wir mussten das Ding bauen. Alter Schwede, ey. Das ist, wenn man das zum ersten Mal sieht, da denkst du ja auch, WTF. Ja, dementsprechend aufwendig ist das hier auch geworden. Man sieht es wieder. Viel durcheinander, viel übereinander und ja. Der Witz ist ganz einfach. Da hinten kommen die Teile jetzt aus drei verschiedenen Containern heraus. Und dann musste man erstmal sehen, welche Bauteile brauche ich wann, wo, zu welchem Zeitpunkt auf der anderen Seite. Das ist ja gemein gewesen. Viele von den schwarzen Containern, einige von den weißen und ganz wenig von den anderen Teilen, die hier schon verschwunden sind. Das heißt, man muss einfach mal schauen, auf der anderen Seite, wie kommt das hier an oder wie könnte es ankommen, was muss ich zuerst haben, wie kriege ich das zusammengeschweißt und man sieht es, ich habe hier unten ein Sockelteil mit rundherum den schwarzen, in der Mitte dieses Orange und so kommen die da auch ziemlich genau an, da hinten kommen schon die ersten Teile rüber. Als erstes kommt ein weißes Teil, dann kommen viele schwarze hinterher. Ja, und ihr seht es schon, da hinten sind viele Stößel. Mit Aufstauen, mit Machen, Tun, Separieren und Auseinanderpuzzeln. Der Witz war, exakt jetzt passiert nämlich Folgendes. Er ist hier am Sensor angekommen. Es wird jetzt überall ein Stößel betätigt. Das heißt, diese 4 und der Orange werden nach vorne gedrückt. Diese 4 werden auch nach vorne gedrückt. Der wird gar nicht gedrückt. Der bleibt einfach da liegen. In Klammern, glaube ich. Ne, der fährt auch nach vorne. Und der wird nach hinten gedrückt. Und nachher hier rum, wird er nachher da rumlaufen. So, dann haben wir das Ganze einmal hier auseinander gepuzzelt. Der ganze Schmockes wird hier zusammengebraten, immer zu 3 Teilen. Dann haben wir nämlich 3 schwarze, dann schwarz, orange, schwarz, 3 schwarze. Das ist also exakt schon mal das Unterteil. So, jetzt musste ich auf dem Unterteil auf jede Ecke so einen weißen Bierkasten setzen. Da haben wir einen, der andere ist schon, wo ist er? Da ist er geblieben. So, damit habe ich jetzt 4 Bierkästen und hier die nächsten Bauteile für das Oberteil, was genauso aussieht wie das Unterteil. Das heißt, exakt jetzt, wenn ich hier hinten mal die Bierkästen und den schwarzen abziehe, habe ich alle Bauteile für ein so ein Ding komplett hier drüben. Hier wird mittlerweile das Oberteil zusammengeschweißt, was gleichzeitig auch dann das Unterteil ist, weil das Separieren ist immer identisch. So, dann mussten wir dafür sorgen, dass hier unten in der Mitte, man sieht schon die 4 Schweißbögen, dass hier das Unterteil zum Liegen kommt. Dann auf die Ecken die 4 Bierkästen drauf fallen und von oben dann das andere Teil, das wir dann aber erst hier hinten zusammenfügen.
Das heißt, wir haben das Unterteil mit den vier Bierkästen jetzt gleich hier unter uns. So, die Kästen werden alle erstmal positioniert. Das heißt, die liegen jetzt passend bereit. Und wenn jetzt das Unterteil unten ankommt, man sieht es, da links ist ein Schalter, werden oben die Stößel ausgelöst. Alles fällt nach unten, wird verschweißt und mit dem Sensor hier vorne und dem Bierkasten, der da drauf fällt, wird das Ganze nach vorne gedrückt. Nein, was macht der? Jetzt habe ich Quatsch erzählt. Was macht denn der Stößel da? Ah, schon ein bisschen länger her. Der löst da hinten irgendwas aus. Ah ja, hier an der Stelle. Ach ja. Ach nee. Ach warum? Der sorgt nachher für irgendwas. Schon länger her. So. An dieser Stelle musste man dafür sorgen, dass das Oberteil zur Seite geschoben wird. Das wird durch den Kasten gemacht, der hier steht. Das heißt, beim ersten Durchlauf ist das nicht so. Am besten starte ich das Ganze noch einmal. So, hier hinten ist der Stopper draußen. Genau, der Stopper wird auch gleichzeitig betätigt. Also es ist alles ein bisschen kompliziert und zusammenhängend. So, das heißt, ich habe es gesehen, der ist jetzt einmal rausgelaufen, das macht nichts. Das heißt, das erste Teil wird hier von dem Stopper angehalten und dann von dem Band rüber gefahren. Der Stopper verschwindet jetzt gleich, nämlich jetzt. Damit kann das Teil da hinten rüberfahren und hier wird der wieder ausgelöst, nämlich dann nach vorne geschoben, läuft nach hier, das Oberteil fällt drauf und schon haben wir es zusammengebraten. Das hier war ein bisschen tricky, wie immer, mit Timing und wann wer wen auslöst, damit man das Oberteil auch nach dahin bekommt. War für mich dann letztendlich die Lösung nach etlichen Stunden Knobeln. Nicht einfach, aber was soll's. Damit hätten wir den ersten Teil der Resistance-Kampagne abgeschlossen. Denn das hier ist die Bombe, die hier dann explodiert und ja. Beziehungsweise die werden dann hier reintransportiert und irgendwann mal ins Kavum. So hatte ich das damals verstanden. So, das hier nochmal ein bisschen näher gezeigt. So, ich denke, man hat hier alles so einigermaßen erkennen können. Ist immer schwierig, im Nachhinein dann alles zu zeigen. Aber wenn man so nachgucken will, geht das schon. So, da ist die Bombe. Wie viel brauchen wir noch? 5 Stück. Dann machen wir aber Vollgas. Letztendlich haben wir es ja auch geschafft, wenn die ersten 3, 4 durch sind. Und sich da hinten nichts aufstaut. Das ist ja mal ganz wichtig. Dann klappt das auch schon. So, zu einer noch. Da wird er hochtransportiert und rübergedrückt, das kennt ihr ja. The bombs are in position throughout the facility. We should really get the f*** out of here. Genau. Und das war's. The Big Blowout. Das war das Ende von The Heath mit The Big Blowout. Und dann sehen wir uns in dem nächsten Lösungsvideo bei der Production Zone Nummer 1. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Ciao.